und was nicht, Ja, oder? klar. Ah, ich habe So. die Wand gefunden. Ein guter Tipp. Problem ist, jetzt muss ich mit Flasks ja hier drinnen arbeiten. Ja, mit Flares. Weil hier kein Licht ist. Du musst den Du Weg hier aktivieren. musst zurück zu deinem Wagen und dann mit deinem Wagen da hochfahren. Was? Ja, du hast die Was? Türe ja gesprengt. Ja, jetzt habe ich einen Weg dahin. Ja. Drück V Ah, und dann V drücken, dann guck siehst mal, du das es. ist er. Hat gelernt, ist das nicht geil? Das wusste ich gar nicht. Nee, kein Bock, halt deine Fresse. Wer ist am Humpeln? Wer ist am Humpeln? Oh Gott, ey. Ja, aber das macht dann jetzt schon wesentlich mehr Sinn, wenn der Wagen dann dahin fahren kann. Ich hab gedacht, ich müsste jetzt da auch die ganze Zeit mit Flares und Fuck, Alter. Das war mir. In meiner Vorstellung war das so unfassbar anstrengend, dass ich einfach gesagt habe, ich mach's nicht. Nee, das ist ja schön, das macht schon mehr Sinn. So, da bin ich doch. Ja, oh, das spawnt die Harbinger, Kollegen. Du Scheiße. Da steht so ein blaues Portal, wie bei dieser Harbinger-Map, Alter. Echt? Boah, geil. Ich merke das schon. Aber die droppen erst am Ende, wenn der letzte kaputt geht. Complete this encounter. Defeat 30 Harbingers. Okay. Ah, und am Ende kommt der ganze Drop. Ist okay. Wenn ich Hauptsache, überlebe, jedenfalls. viele Harbinger und Ancient Shards, ey. Boah. Ancients oder Mirror Shards. Ja, ich habe keinen Mirror Shard bei PoE Trade Currency gefunden. Was? Ich? Ne. Also keiner zum Verkauf auf jeden Fall drinne. Suchen tun die Leute, aber bietet keiner an. Ja, wahrscheinlich, weil die nicht, weil dann 500 Millionen Behinderte anschreiben mit irgendwelchen Lowballing-Aktionen, Alter. Ich würde meinen Mirror Shard auch nicht da reinsetzen, lieber suchen, was ich mir dafür kaufe. Oder wenn gar kein Mirror Shot auf dem Markt ist, ist es schon ein bisschen ungewöhnlich. So richtig, so abgeschlossen, nice. Das ist ja jetzt nicht so episch. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn du den so bei 400, 500 Tief oder so kriegst, dass das nochmal geiler ist. Gyros-Shards werden doch angeboten, du Was? Lappen-Ekel. Gyros-Shards? Wo ich geguckt Mirror-Shard. habe, waren keine drin. Ein Mirror-Shard, 7 Exalted. Kompletter Mirror ist ja 120 Ex. Alter Gerade. Vater. Der ist auch wieder hochgegangen, ne? Ja, am Anfang irgendwie bei 80 Ex nur. Ja, 40 gut. Ex mehr? Hui. Geil. Schläf. Hast du den Screenshot noch? Achso, ist ja verlinkt. Was meinst du, wo ist der zum Currency-Eingang? Habe ich auch schon nachgeguckt, aber auch noch nichts. Ich geh mal da. Mal. Ich guck mal. Da sind überall Dreier nur, ne? Ich guck mal.
Oder halt links neben der eine lange. Keine Binding Shards mehr ablegen, ich hab keinen Platz. Doch jetzt. Nicht mal fucking Engine Shards gekriegt, Alter. Ehrlich. Geh mal da hoch. Oder geh ich hier lang? Selber. Ja. Wie war du inzwischen? Sagen ab in die Mine, ne? Ja, dann Salat, Timo. Karten sind voll. Ja. Dankeschön. Naja, werde ich haben. Ne, nur ein Esel. Ja. Richtig. Okay, und wenn nicht, fick ich das tot oder was? Ja. Du kannst es auch noch ficken, wenn es tot ist. Das ist gratis. Naja, dann macht das ja nicht mehr so schöne Geräusche. Wenn es tot ist. Doch, irgendwann macht's knack, knack, knack. Wenn du lang genug in der Mine bist, fängt das irgendwann auch wieder an zu laufen. Das ist alles in Ordnung. Okay. Let's go. Was hab ich denn hier? Contains, ich hab ja mal zwei Vögel dabei, das ist so. Aber die kannst du nicht ficken, das. Contains Abyss Item, auch interessant. Yo. Abyss. Abyss ist on fire. Der von da aus dorthin gehen. Das erinnert mich gerade an diese, es gibt ja auf D-Max diese, nicht die Goldschürfer, sondern diese Diamantenleute, ne? Und wir haben da auch, irgendwie eine alte Mine besucht und wollten da mal gucken, ob da noch was, ob die noch was übrig gelassen haben irgendwo. Und wir mussten die aber checken, weil da irgendwie Giftgase sind. Wenn du zu weit unten bist, sind irgendwie zu viele Giftgase oder so. Aber das ist wohl abhängig vom Wind oder so. Oder wie, also von irgendwelchen Natur-Dings, das ist auf jeden Fall abhängig, ob das gerade giftig ist, da hinzugehen oder nicht. Dann sind die da hin und haben Feuerzeug, ja genau, haben mal ein Feuerzeug angemacht und weil ja das Gas schwerer ist als Luft, sammelt sich das ja unten und dann sind die. Hast du das gemerkt, wenn du mit dem Feuerzeug umso weiter du runtergegangen bist, umso größer wurde die Flamme, weißt du? Und dann wussten die halt, okay, heute kannst du hier nicht hingehen, sonst rippst du da hinten. Ja. Was könnte ich? Könnt ihr mal was droppen, was wert ist, damit ich mal ein bisschen Geld hab. Die muss auf jeden Fall der Rekordhalter, möchte ich mal meinen. Ja. Dank Soft's Blood ist ja auch, glaube ich, das dritte oder vierte teuerste Item. Ja, mal gucken. Also von den Accessoires meine ich halt jetzt. Spezifisch nicht insgesamt. Kannst ja sowieso schlecht sagen, da gibt's ja genug. Na gut, Accessoires zählt der Headhunter ja zu, ne? Ja, das sowieso. Serfis Herd, also hier auch ein Amulett von Dingens. Dann kommt Dingens. Stopp. Das drittteuerste, ja.
Das hier müsste bei Shayula kommen, oder? Ja, die Shayula gelegt. Hä? Nee. Was ist bei dir? Letzte Season hatte ich, glaube ich, ein fertiges Shayula-Ding. Aber am Endboss halt verreckt. Das ist bitter. Waren, keine Ahnung, 300k oder so. Eins hast du bis jetzt nur. Oh. Einfach. Überlass das, Mike. Gar nichts, give it. Du holst ja den ganzen Tag. Was? Scheiß Season, scheiß Items, scheiß Drop. Ist so, Alter. Am Heulen. Mister, ich hätte auch gerne mein Item, wenn ich ein bisschen Geld haben will. Ja. Schön, wenn er die ganze Zeit nichts bekommt. Soll ich nichts bekommen? So ist das leider. Eine gute Idee. Nur alle durch. Also nicht alle, aber. Ja, nicht auf jeden Fall. Ja, warum habe ich die Wand nicht gesprengt? Doch. Weil die Wand halt nicht wollte. Ja, ich hab das Dynamit hingelegt und bin weggelaufen. Ja, und das Dynamit ist hinterhergelaufen. Ja, ich hab das da hingeschmissen, vor die Tür, vor die Wand. Und dann bin ich abgehauen. Aber das ist dann nicht in die Luft gegangen. Ich hab auch einfach das Dynamit vor die Tür geschmissen. Das ist einfach nicht hoch, also wurde mir abgezogen, aber es hat die Wand nicht kaputt gemacht. Oder es hat nur ein bisschen Damage gemacht, ich weiß es nicht. Du warst wahrscheinlich zu weit weg. Ich bin halt wieder komplett von der Mauer. Nicht du. So, Dynamit. Nee, das lag direkt an der Tür. An der Wand. An der Tür. Du warst voll der Terrorist, Alter. Das ist ein Dynamit vor die Tür. Nicht einfach aufmachen mit Türklinke, nachher immer Dynamit. Nee, kaputt einfach. Ja. Scheiße, muss weggemacht werden. So, jetzt gehe ich zum Abyss Items. Attacke, Fabian. Mal auf einer Map, bitte, ne? Ist so. Hast du jetzt mit Jahre an und nicht zweimal Ja gesagt? Okay. Ja. Okay, ja. Lop. Amerikanische Ureinwohner, oder? Ah. Warum nicht? Oh Gott! Wieder? Oh Gott! Boah. Jetzt wäre das was? Ich kann gar nicht gucken. Oh, oh Gott! Ich bin mir nicht sicher, ob du das diese Season noch schaffst, wenn du damit anfängst.
Was ist denn das für eine Scheiße hier, Mann, mit diesem. Das stimmt, ja. Aber du weißt ja nicht, wann der angefangen hat, der Slippery Jim. Das kann ja auch sein. Nee, muss sein zweiter Charakter gewesen sein. Okay. Kauft er sich die oder droppen nehmen die alle? Ah, okay, ja. Das ist eine lustige Idee eigentlich. Unglaublich. Was für eine Sauerei. Ich würde direkt ein Ticket schreiben. Yes! Alles gerettet. Ja. Ja. Du kannst ja aber theoretisch das Map-Device einfach drehen, oder? Müsste es ja eigentlich andersrum kommen. Sagtest du, das stimmt. Oh, schön, die blauen Items mit plus 4 Qualität. Ich hasse diesen Friedhof, Alter, so nervig. Erstmal weißt du nicht, wo kommen die raus? Dann spawnen die und du kriegst erstmal direkt eine in die Fresse, weil du die noch gar nicht angreifen kannst. Die zu weit weg sind. Hast du bei diesem Krypto-Dings, weißt du, diesem Krypt, wo du reingehen musst, wo am Ende so einer von diesen Beschwörern kommt. Da geht das, weil du siehst, die Zombies so rauskrabbeln, dann kannst du direkt dahin gehen, bevor die oben angekommen sind. Hierhin habe ich gleich um dieses Currency-Dings alles aufgemacht. Gucken wir mal. Ja, das kann man machen. Aber irgendwas muss ich ja sowieso machen gerade. Es lohnt sich nicht runterzugehen für mich, weil ich mit dem anderen Charakter halt viel tiefer bin. Bin ich da Freitag sowieso, was soll ich da jetzt die Azurite reinschmeißen? Ja, die Sylphie-Dings da. Lustige Idee, vielleicht kommst du irgendwann auf der anderen Seite wieder rein. Eieieiei. Bin ich auch auf dem Weg hin. Ich.
fehlt aber noch ein kleines Stück. So 80. Ja, ich bin auch auf dem Weg zu 1000. Ja, aber ich habe jetzt 5000 Sulfid. Gucken, wie weit ich damit komme. Schaffst du vielleicht noch 20 oder so? Was ist denn hier? Was muss ich denn hier anklicken? Gar nichts. Oh. Achso, diese sinnlos Kacke. Wo du die Leichen anklicken musst. So dumm. Verstehst du nicht? Alles angeklickt, kommt der Loot. Na toll. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Nee. 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 Warum nicht? Warum sollte ich? Schläf hat dir angeboten in 4 Stunden. Bam, boom, bang. Und jetzt? Mach nee, vor. Nee, nee, nee. Okay. Schläf hat dir das angeboten, dass ihr zusammen levelt. In 4 Stunden durch seid. Ja, der wollte ja nicht. Ah. Der wollte nicht. Wo ist dein neuer Charakter? Wo? Ja, jetzt, wo du Level 40 bist. Nimm nochmal an. 41, ja. Ich hab nur geraten, Alter. Ich hab gar nicht gewusst, welches Level du warst. War ich aber ziemlich nah dran. Nein, jetzt hab ich den ganzen Loot nicht auf. Bin so dumm. Ich hab was, meine Tasche war voll. Dann habe ich mich rausgeportet, habe ich gesagt, gut, machst du deine Taschen leer, kommst du wieder zurück, ja. Bumm! RIP. Ja, ist ja nicht so teuer der Weg, nur 500. Oh. Was hab ich da gesagt? So 20 schaffst du. Ja, würde ich nicht rippen, ne? Deutsch ist nice. Ball Area. Ball Area. Du kannst aber auch nicht einfach eine Wahl-Area aufmachen, um die zu blocken, ne? Doch, geht das? Ja? Ich meine, da steht ja, weil you will discover a Wahl-Area oder so. Das heißt ja für mich, da taucht einer auf einer Map, so, und nicht, dass du quasi eine Wahl-Area beschwörst. Vielleicht geht's ja, ich weiß es nicht. Ah ja, gut, das. Boah. Ich mag keine Eier. Hey, worum geht's jetzt weiter? Keine Ahnung, ich führe einfach das Gespräch weiter. Ja, hat er gesagt. Echt? Hm. Hab ich gar nicht gesagt. Aber bitte. Aber bitte nicht diese American Pancakes, Alter. Sehen schon aus wie so Lappen. Schöne deutsche Pfannekuchen hier. Ja,
Pfannkuchen, ne. Dazu schön heißen schwarzen Kaffee. Heißen schwarzen Kaffee. Hey, Junge. Junge. Alte. Beste, Junge. Oh, er hat sich verschluckt. Nein. Okay. Ja. So. Oh nein. Jote. Ja, wenn du jetzt noch ein bisschen Shampoo, ne? Nutzen. Curry. Ich wollte gerade sagen, das hört sich aber auch an. Ja gut, ohne das Shampoo wäre es vielleicht ein interessantes Gericht. Nein, das ist ein gutes Shampoo. Ich habe mir früher, wo wir noch eine Badewanne in der Wohnung hatten, habe ich mir immer Spaß daraus gemacht. Ich dachte, das wäre voll lustig. Ich habe meiner Mutter, die hatte ja so viel, typisch Frau, halt 10.000 unterschiedliche Shampoos und was weiß ich was. Ich fand das immer voll lustig, wenn eine so langsam leer ist, zu mischen mit den ganzen anderen, alles in eine Flasche rein, so. What the fuck? Meine Mutter fand das halt nicht so lustig, aber ich fand das toll. So alchemistenmäßig, so, dann so jetzt noch ein bisschen davon und dann. Wahrscheinlich habe ich deswegen jetzt auch keine Haare mehr auf dem Kopf. Meinst du, die hat bei dir auch was reingemischt? Ja, man weiß nicht, Alter. Weiß ich nicht. So, let's go. Feier Azurit. Ja, irgendwann in den nächsten 1-2 Wochen werde ich mir wahrscheinlich einfach die Haare wegmachen, Alter. Komplett? Ja, es hat halt, das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Das hat keinen Zweck, so. So, ich meine, wenn ich dann. Wie gewollt und ja. Nicht gekonnt, oder was? Ja, richtig. Und wenn ich dann Glatze habe, dann kann ich halt sagen, so, fuck it, ich kann halt auch mal wieder ohne Cappy aus dem Haus gehen. Du musst nicht hier, guck dir das an, Alter. Wie so ein Stasi-Agent, Alter. Mit dem Edding, Alter. Oh. Mit dem fucking nicht wasserlöslichen Edding hier, so komm, mach mal. Die Idee ist von. Ja, vermutlich. Ich lass nur Handynummern da drauf schreiben, Alter. Und dann hängst du am nächsten Morgen vorm Spiegel so, warte, machen wir so. Ich kann die Zahlen nicht lesen, was ist das? So. Jetzt habe ich drumherum um dieses Currency. Naja. Echt, na doch. Drei Wege, sagst du. Aber wenn das jetzt. 1, 3, 4 geht immer. Aber wenn das da jetzt, das da jetzt aber in dem blauen Feld drin ist, muss ich da wahrscheinlich auch vom blauen Feld aus reinkommen, oder? Das kann es doch sein, dass ich vom Grün ins Blaue reinrennen kann. Also kann die Wand auch da unten irgendwo sein. Naja. Scheiß Drache, verpiss dich. Alter, wie viel Azurit? Junge, 900 Azurit bekommen. Geil. Ja. Sagst du bereits? Timo hat schon gehofft, er hätte dich mit seiner Unterbrechung davon gebracht, ja. Aber dann fängt es einfach wieder an. Ja, ich über den ruhig kriegen, ne? Gar nicht. Umbringen. Essen. Kannst du mir mal eine Stange Dynamit vor die Tür legen? Dann klopfen, dann klopfen. Was? Die überleben das, die haben dickes Fell.
Halt dein Maul jetzt! Hast du so eine schlimme Kindheit? Jo. Ich muss sagen, das mit dem Zwischenraum war kreativ. Das war nicht schlecht. Ja, Resonator Cage. Muss man so einen Vierer Resonator kriegen, Alter. Zu kaufen sind die. Ja, die sind zu kaufen, sind die viel zu teuer, Alter. Ich werde mir wahrscheinlich erstmal die Karums holen und dann auch versuchen, das Amulett über Breach zu kriegen. Wenigstens erstmal ein, zwei, dreimal probieren, und wenn es dann immer nicht geklappt hat, dann kann man immer noch gucken. Was willst du mit Ash? Auf. Stopp. Ja. Ja. Guck dir nochmal 94, was? Was auf allem 94, oder? Ash und Ul, glaube ich, gleich, oder? Variiert, ne? Ich sag ja, ich sag ja mal so grundsätzlich, so ja überall eigentlich Hero droppen. Also deswegen. Yeah. Fuck, Mike. Ich glaube, wir sollten Angst haben. Glaube ich auch. Ja. Das ist schön. Ich bin nur in der Flair, Kollege. Sonst ist aber alles okay bei dir, oder? Natürlich. Beruhigt mich. Ich bin auf der Jagd nach Mirror. Ah. Hast du Bescheid, es ist, sobald ich die Wand gesprengt habe, das Ding freigeschaltet. Du musst, ja, eigentlich musst du, glaube ich, nochmal einen Schritt über die Türe machen. Also über kann die... nicht, Alter, ich rippe, wenn's. Ja, oder ich rippe einfach so, das geht auch. Ja, drück mal V, dann siehst du. Hey, ich bin gerade gerippt, jetzt muss ich erstmal wieder. Muss ich wahrscheinlich eine neue Wand sprengen, ne? Wie gesagt, drück V, dann siehst du, ob da ein Weg hinführt. Wenn ja, brauchst du dich nicht springen. Da gibt's Springen.